Ein wunderschönes Moin, meine Freunde und meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft an der Xbox 360. Und weiter geht es mit dem Altbekannten halt immer wieder... Scheiße. Also jetzt nicht unbedingt immer wieder scheiße, aber was ich gerade gemacht habe, war halt scheiße. Verdammt. Genau so. Ich baue jetzt mal ganz fix das Glas, dann habe ich hier keine Pflastersteine mehr. Dann müsste ich schon wieder zurück und wieder abfarmen. Ja, oder ja, wir farmen einfach wieder. Wir gehen einfach wieder zurück in die Mine. Habe ich eigentlich noch genug? Oh, wir haben ja genug Hacken dabei. Okay, das war gerade ein bisschen laut mit den Türen gerade. Weil ich weiß auch nicht, muss man Headset noch wieder einstellen, ne? Weil ich habe jetzt Tomb Raider hier aufgenommen. Gab ganz viele Folgen Tomb Raider. Und da habe ich halt immer mein Headset schön aufgeknallt, weil ich das einfach hören wollte. Weißt du, ich finde diesen Sound irgendwie richtig cool von dem Spiel. Weil man will es halt richtig miterleben. Aber was auch ein bisschen blöd finde, ist diese Soundeinstellung bei Tomb Raider, weil da kann man leider nicht genau einstellen, wie laut soll jetzt zum Beispiel hier der Ton sein, also was die Leute sagen. Und wie laut soll jetzt dieser Hintergrundsound sein? Aber das kann man nicht einstellen, finde ich ein bisschen blöd. Man kann leider nur einstellen hier zum Beispiel die Lautstärke des, des Dialoges und der Hintergrund. Wenn irgendwas explodiert oder so, nennen wir es mal SFX, glaube ich, war auch die direkte Bezeichnung für diese Scheiße. Also auf jeden Fall kann man leider nicht einstellen, zum Beispiel diese Sprache, also die Sprachlautstärke höher machen und dann die Hintergrundgeräusche leise, weil das würde ich gerne machen. Weil ich finde es einfach ein bisschen blöd, ne? Weil diese. Das ist einfach total scheiße, weil diese Hintergrund da und hier Geräusche sind einfach viel lauter als das, was sie sagen. Und das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch beim Let's Play gemerkt, weil wenn die Leute was sagen, dann musst du schon genau hinhören. Und dann bei den Action-Szenen, da wummert das aber richtig. Da wummert das immer richtig hart und dann irgendwie bei den komischen Storytelling-Szenen, das ist total leise irgendwie, ne? Also ich will es auch am liebsten anders machen. Nur ich kann es halt einfach leider nicht, deswegen müsste ich es mal ein bisschen beim Let's Play vermeiden, also entschuldigen. Weil ich habe halt wirklich alles versucht, um das irgendwie noch einzustellen. Ich habe da wirklich mich damit richtig befasst mit dem Scheiß. Also ich saß da ungefähr, keine Ahnung, wie lange ich davor saß und versucht habe, den Scheiß noch irgendwie einzustellen. Ich glaube, das waren... die erste Folge habe ich auf jeden Fall dreimal aufgenommen gehabt, weil ich jedes Mal versucht habe, das perfekt einzustellen. Es ging nur einfach nicht. Es ging nur einfach nicht, weil irgendwie da ging das nicht. Ey, das war einfach totaler Krampf, ne? Das war halt totaler Krampf. Ich habe das immer so versucht einzustellen, dass es alles perfekt ist. Letztendlich war das dann wieder zu laut. Auf einmal war das dann wieder zu leise, dann war das irgendwie total leise. Und dann war auf einmal das Mikro verbuggt und alles möglich. Ich habe da wirklich so eine Menge Fehler gehabt. Und deswegen dachte ich mir am Ende, komm, die Aufnahme war noch am gelungensten. Und dann machst du das jetzt ab so einfach nochmal neu und dann einfach so weiter. Deswegen kann ich den Anfang auch schon in- und auswendig, also von Tomb Raider. Aber ab jetzt geht es dann weiter mit Szenen, die ich noch nicht kenne, auf jeden Fall. Also, weil das war einfach so, dass ich das einmal wieder aufnehmen musste. Ich hatte da meinen ganzen Sonntag habe ich damit verbracht, fast diese ganze Zeit habe ich verbracht, damit Tomb Raider aufzunehmen. Zumindest die ersten paar Folgen, also das war schlimm, also das war echt schlimm, also das war nicht gerade das mein Lieblingshobby, aber es war schlimm. Meine ganzen Soundeinstellungen, das war einfach nur schlimm, weil ich finde das irgendwie ein bisschen blöd, weil ich finde das bei Spielen geil, wo du alles komplett einstellen kannst, so wie bei GTA war das ja auch so. Da habe ich die Musik ja auch leise gedreht am Ende, weil ich ja wegen Recht und so einen Scheiß, weil die wollte halt nicht gestrikt werden, jetzt habe ich generell einen neuen Kanal und deswegen ist es mir jetzt beim alten Kanal so ein bisschen egal, weil ich halt sowieso jetzt einen neuen habe. Und ich muss ganz ehrlich wieder sagen, ich dachte eigentlich immer so, die ersten 1000 Abos sind immer die schwersten, aber die ersten 100 Abos sind immer noch am allerschwersten. Weil da musst du dir erstmal kämpfen, weil die meisten Leute denken so, der hat 100 Abos, den brauche ich nicht abonnieren, weil der scheiße ist. Weil Leute denken wirklich, die Qualität hängt, also die Qualität vom YouTuber hängt mit der Anzahl der Abonnenten zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Quatsch. Also das ist wirklich Quatsch, weil ich habe schon viele Leute gesehen, die weit weniger Abos haben als ich, aber die trotzdem von der Qualität her besser sind als ich. Das ist einfach so. Es ist einfach so, aber... Was soll man da machen? Manche werden einfach irgendwie, weiß auch nicht, die kommen, man kriegt einfach mehr Klicks als so manche andere, die eigentlich noch mehr Arbeit reinstecken als man selber. Und da fühlt man sich manchmal echt ein bisschen scheiße, wenn man auf einmal mehr Abonnenten hat als die anderen und die dann einfach so überholt, obwohl die eigentlich mehr Arbeit drin stecken haben als man selber, ne? Also das findet man doch schon ein bisschen schade manchmal, weil die geben sich halt Mühe und dann wird das einfach nichts. Das ist halt auch ein bisschen blöd, ne, bei den ganzen YouTubern, die es heutzutage gibt, also... Seitdem, ja, weiß auch nicht, seitdem Gronkh und sowas alles mögliche, gibt es ja echt YouTuber ohne Ende, also muss man sich mal reinziehen. Weil ich bin mal auf Social Blade mal so rumgegangen, einfach mal so angeguckt, so eine kleinere Kanäle, einfach mal so gesucht, ne? Einfach mal so just for fun mäßig, mal sehen, vielleicht findest du ja irgendwo mal einen guten Let's Player oder so, den du auch richtig cool findest, weil manche, die sind halt immer, die meisten machen immer dasselbe, immer diese ganzen Mainstream-Spiele. Alle haben zum Beispiel GTA, ja, ich habe auch GTA gemacht, jetzt bin ich auch Mainstream und so ein Scheiß, nein. Weil ich mache einfach nur die Spiele, auf die ich gerade Bock habe, die ich Lust habe und so einen ganzen Scheiß. Also ich habe auch schon so ungefähr eine Liste von den Spielen, die ich unbedingt Let's Playen will und Spiele, die vielleicht kommen, je nachdem, wie viel Bock ich drauf habe. Also so eine Liste habe ich. Ich werde jetzt nicht irgendwie anfangen, immer den neuesten Scheiß rauszusuchen, den sofort zu Let's Playen. Da bin ich eigentlich weit von entfernt. Also da bin ich zumindest kein Fan von. Oh Gott, ich muss echt was überlegen hier, weil das dauert viel zu lange. Und ich muss echt gucken, was ich noch so als Let's Playen könnte, weil ich habe eigentlich so, ich habe ja ungefähr 100 Spiele. Und da muss ich mal so ein paar raussuchen, die ich jetzt so ein bisschen cooler finde jetzt momentan. Die halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, finde ich, gebrauchen könnten, von meiner Seite zumindest, außer dass ich mir die dann vornehme und die einfach nochmal richtig gründlich durch Let's Play. Na, werde wie zum Beispiel Tomb Raider, ist auch schon ein relativ alter Spiel.
Scheiße, nur wegen dir bestimmt wieder. Mach ich das mal ganz kurz ab und bring das mal in die nächste Etage nach oben. So. Warte mal, wir können erstmal schon mal Holz, wir können schon wieder Pflastersteine reinschmeißen. Da braucht das Ding hier, man kann das Ding schon mal einfach mal durchheizen, wenn ich weg bin. So, wieder rein damit. Pflastersteinstack rein. Gehen wir wieder hier hin. So, wieder ein Stack rein. So, und dann haben wir hier noch wieder was, ne? Ja, können wir hier erstmal ein bisschen Fleisch wieder reinschmeißen. Und auf nach oben eine Etage höher, dann machen wir jetzt erstmal ganz fix das alles fertig hier. Also machen wir unser Bett erstmal hier oben hin. So, das Bett ist da. Na komm, so. Und hier einfach mal so platzieren, genau. So, und jetzt erstmal, ey, wenn ich das sehe, ne? Wie ich gerade so sehe, wie der Typ im Bett liegt und schläft, ne? Boah, da werde ich aber total neidisch irgendwie, ne? Ich bin gerade total neidisch auf den Typen gewesen, wie er gerade im Bett lag. Weil das würde ich auch gerne mal machen. Ich würde gerne mal richtig ausschlafen, ne? Ja, davon träume ich irgendwie. Das fehlt einem richtig. Also ich werde mir wahrscheinlich den Rest der Woche wieder schwer tun, meine Augen irgendwie offen zu halten, weil ich wahrscheinlich dann wieder so gucken werde wie so ein letzter Zombie. Ich muss mal kurz meine Augen reiben. So, weiter geht's. Oh Gott, dann werde ich mir wieder gucken wie der letzte Zombie, Alter. So richtig schön lange durch. Immer noch am Arbeiten, am Rackern, den ganzen Scheiß immer noch und dann noch um 4 Uhr wieder aufstehen. Da guckt man halt irgendwann wie so ein Zombie. Also man ist total müde. Aber ich weiß auch nicht, man hat irgendwie gute Laune. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwie, wenn ich früh aufstehe, dann total schlechte Laune hab. Weil ich mach das immer so, weil ich weiß genau, die erste Stunde, nachdem ich aufstehe, habe ich total scheiße Laune. Also morgens bin ich echt total Arschloch. Also wenn ich aufstehe, nach einer Stunde, dann bin ich halt total scheiße drauf. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach total scheiße drauf, dann brauche ich ungefähr so eine Stunde. Danach steigt dann so langsam die Laune, deswegen werde ich auch niemals vormittags Videos aufnehmen. Weil ich schlafe halt immer bis um 10 Uhr, wenn ich frei habe, ne? Also vorher stehe ich eigentlich niemals auf und dann werde ich einfach nie vorher ein Video aufnehmen. Weil ich habe da einfach total schlechte Laune. Und deswegen warte ich immer, bis ich von abends wieder von Arbeit komme oder von der Schule. Egal wie spät es ist, ich nehme einfach noch ganz fix was auf, weil das ist mir halt scheißegal. Weil Hauptsache, ich mache das immer nach einer Stunde, Hauptsache ich mache das spät abends. Weil morgens bin ich echt nicht zu haben, weil da bin ich echt einfach total stinkig drauf. Also morgen geht mir jeder so dermaßen am Arsch vorbei. Also das muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Weiß auch nicht, ich bin ein richtiger Morgenmuffel irgendwie momentan so geworden, aber auch nur seitdem ich anfange richtig zu arbeiten. In der Schule war das eigentlich nicht so, weil da bin ich immer, wie war das eigentlich damals? Um 7 kam immer der Bus, dann bin ich immer aufgestanden. Wann war denn das? Ich glaube 6:30 bin ich aufgestanden, ne? 6:30 bin ich aufgestanden, ganz schnell fertig gemacht und dann losgegangen. Ich brauchte halt immer nur 5 Minuten, bis ich beim Bus war und dann ging das gleich in den Bus rein. Und dann ging das schön zur Schule, 7:30 war ich da und um 8 beginnt da die Schule. Und dann war es eigentlich ganz schön und dann zu Ende, ne? Ja, war eigentlich immer damals ganz cool. Und ja, jetzt ist es einfach mal alles ganz anders und jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr morgens aufzustehen, ach Gott. Ich habe auch schon mal echt so gehabt, dass ich einfach mal keinen Bock hatte aufzustehen. Ich bin einfach mal nicht zur Schule gegangen, ganzen Tag, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und das ist schon ziemlich schlecht, also wenn man sowas macht, dann sollte man halt auch schon einen Tag raussuchen, wo man eigentlich so keine Stunden habe. Hat, weil bei uns kommt es darauf an, wir bekommen 4 Stunden. Es ist bei uns im Lehrer scheißegal, ob wir da sind oder nicht. Wir bekommen einfach unsere 4 Stunden und das ist den Typen dann einfach so dermaßen scheißegal. Und deswegen finde ich auch ein bisschen blöd, aber deswegen muss ich auch gucken, hier kommen, wenn ich irgendwie keinen Bock auf Schule habe, dann suche ich mir mal einen Tag raus, wo wir irgendwie so 4 oder noch weniger Stunden haben. Weil wir haben manchmal so einen Mörder viel Ausfall. Und ja, weil jetzt am Mittwoch hatten wir auch schon wieder 4 Stunden, da habe ich noch 4 Stunden. Also eigentlich ist es gleich der Mittwoch, wo ich das hier aufnehme, weil ich das halt immer ein bisschen vorproduziere am Wochenende so. Dass die Folgen alle für Wochenende schon längst fertig sind. Dass ich am Wochenende mit Vortex noch ganz viele andere Scheiße aufnehmen kann. So, wieder hier einsammeln. Achso, habe ich schon. Gut, dann kannst du ja weitergehen hier. Wieder hoch hier und dann wieder rüber jumpen und auf nach oben. Auf nach oben, weil ich mache das halt jetzt immer so. Ich habe das jetzt vorgenommen, dass jetzt immer so 3 Videos am Montag, Dienstag, Mittwoch so vom Vortex kommen. Also mit Vortex. Was habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, dass ich das versuche, so einen Angriff zu nehmen. Also ich werde das versuchen, mal so zu machen. Und dann echt mal gespannt, ob ich das dann von der Zeit her überhaupt noch hinbekomme, weil ist halt scheiße, ne? Weil er kommt ja am Freitagabend und dann ist er bis Sonntag eigentlich da. Also der pennt eigentlich die ganze Zeit bei mir. Nein, da hat man eigentlich Zeit zum Aufnehmen, ne? Eigentlich hat man dann wirklich genug Zeit zum Aufnehmen, aber man ist auch halt faul, ne? Man will halt so auch ein bisschen einfach nur so zocken, um halt zu zocken. Also man ist halt nicht jetzt die ganze Zeit nur am Hetzen wegen Aufnahme, weil ich will halt auch einfach nur privat so ein bisschen spielen, so ein bisschen chillen, einfach mal so ein bisschen schlafen und so ein Scheiß. Weil, ich weiß auch nicht, irgendwie wenn mich am Wochenende irgendeiner anschreibt und so, hast du Bock, das und das zu spielen? Ich antworte eigentlich fast nie drauf, weil ich einfach keinen Bock habe. Ich weiß auch nicht, ich will eigentlich ganz chillen und so ein Scheiß. Ich will einfach nur schlafen. Ich spiele auch halt immer wie so ein Zombie manchmal. Also ich bin da so irgendwie total so, die Augen gerade so noch am Kämpfen, dass sie auf sind. Mach ich auch jetzt gerade schon wieder. Weil ich habe einfach nur von Sonntag zu Montag habe ich 2 Stunden geschlafen, von Dienstag dann zu Mittwoch, also von Montag zu Dienstag dann auch nur wieder 3 Stunden, weil ich dann noch bis abends noch irgendwie dabei war, auf YouTube noch irgendwas zu machen, weil ich bin halt jetzt momentan so einer, ich versuche jetzt auch ganz viele Videos von anderen YouTubern zu gucken und das schaffe ich erstmal, weil ich so viele Leute nicht abonniert habe, also ich hatte auf meinem alten Kanal 100 noch was Leute abonniert und die muss ich jetzt erstmal alle wiederfinden und das ist schon eine ordentliche Anzahl. Und da habe ich eigentlich schon meine ganze Zeit verplant. Also ich bin momentan richtig so am Suchen.
alle wieder zu finden, alles Mögliche wieder zu machen, und das dauert doch schon seine Zeit. Besonders wenn man so 100 abonniert hat. Ich weiß, manche Leute, ich habe schon welche gesehen, die haben 1000 noch was abonniert. Es ist einfach so, vielleicht gefallen einem die ganzen Videos, also ich brauche jetzt nicht irgendwie 1000 Leute abonnieren, weil da gucke ich näher von irgendwie von 980 Leuten die Videos überhaupt nicht, und das bringt dann auch gar nichts. Also ist es einfach schwachsinnig, so viele Leute letztendlich zu abonnieren, weil ich halt sowieso kaum Videos gucke. Weil ihr müsst auch so sehen, ich produziere auch eigene Videos, und da muss ich auch halt gucken, dass ich die auch noch irgendwie fertig bekomme. Und wenn ich ja die ganze Zeit nur YouTube-Videos gucke von anderen Leuten, da komme ich einfach gar nicht mehr dazu, meine eigenen Videos noch irgendwie aufzunehmen, und das ist dann auch scheiße, ne? So, hier rüber jumpen und jetzt wieder runter. Aua, und jetzt wieder runter, und zack, und Fahrstuhl, komm schon, Ding, und nach unten gekommen. Es gibt auch momentan so ganz viele Leute, die kleinere YouTuber promoten wollen. Was jetzt auch einfach cool ist, ja, ich habe auch schon so oft gedacht, komm, der macht hier so ein Projekt zum Beispiel, wo man dann auch hier so komisch zum Beispiel noch größer werden kann auf YouTube. Aber mein Hintergedanke ist eigentlich immer, weswegen ich eigentlich bis jetzt noch nie bei irgendwie so einen komischen Dinger mitgemacht habe, zum Beispiel hier, schick uns ein Gameplay-Video oder so eine Scheiße, oder schick uns einfach mal irgendwie so eine Fail-Complication oder so, irgendwie so ein, wo du so ein Fail hast. Ich habe genug Fails, also das kann man sagen, also ich baue genug Scheiß in Spielen. Nur ich bin einfach so einer, weil wenn du Abonnenten bekommst, dann ist es meistens auch, kann es auch sein, dass du Hater bekommst, und auf Hater habe ich ganz ehrlich gesagt keine Lust. Weil ich bin lieber ein kleiner YouTuber für immer als irgendeiner mit massig vielen Hatern. Also ich will eigentlich gar keine haben, weil ich finde so eine Leute einfach nur scheiße. Aber ich bin jetzt auch nicht einer, der unbedingt sagt, es ist mir scheißegal, Hauptsache ich krieg Abonnenten. Weil davon gibt es wirklich genug, also es gibt wirklich genug Leute, die einfach nur sagen, Hauptsache ich krieg meine Abonnenten, der Rest ist mir scheißegal. Und davon will, und so einer will ich halt nicht werden, weil das ist dann doch unter der Schiene, also für dich zumindest. So, jetzt müssen wir erstmal hier oben rankommen, irgendwie müssen wir jetzt oben rankommen und diese Scheiße weitermachen. Ja. Also ein ordentlich durchdachter Plan wäre jetzt, also vor Vorteil. Achso, wir haben ja genug Holz eigentlich noch, dann kann ich mal ganz kurz, baue ich mir einfach mal fix ein Baugerüst, einfach mal so ein Baugerüst bauen, einfach mal hier so, genau, so, ne, genau, so, und dann wollte ich das jetzt erstmal hier so lang. Oh Gott, jetzt habe ich mir echt so ein Baugerüst scheiße, ich habe echt die falschen Stick schon wieder reingedrückt, scheiße, dann müssen wir wieder umcraften hier. Bam, badam, ist ja nicht das Schwerste von der Welt, dann bauen wir haben erstmal hier so ein komisches Baugerüst stehen, wo ich dann erstmal ein bisschen weiterbauen werde, zack, 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 zack. So, und jetzt die ganz fix wieder rum. So, und weiter geht es. Jetzt einfach mal hier so weitermachen. Einfach mal weiter. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder ein bisschen was erweitern. Mein Baugerüst. Halt einfach mal mein Baugerüst erweitern. Hier immer so zack, zack. Komm schon, zack. Immer weiter. Ich will jetzt auch erstmal ein bisschen weiterbauen hier. So, und jetzt hau ich hier mal eine Kurve rein, damit es wieder hier weitergeht. Zack. Na komm schon, ein bisschen so. Genau so. Na komm schon. Man muss eine Tour sein. Hier muss ein Gang sein. Einfach nur immer weiter. Genau so. Genau. Und jetzt wieder rum hier. Zack, zack. Zack, auf jeden Fall sieht das schon mal beschissen aus wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall wahrscheinlich beschissen aus. Aber wir machen jetzt erstmal ganz kurz wieder hier alles so ein bisschen weiter, weil ich will halt weiterkommen. Es soll halt alles am Ende des Tages schön aussehen. Na gut, am Ende des Tages, wohl eher am Ende des Monats, so wie das ja aussieht. Scheiße. Du kommst auf jeden Fall weg. Du kommst auf jeden Fall schon mal wieder weg. So, ah, haben wir geschafft einzusammeln. Läuft auf jeden Fall. So, jetzt geht es hier weiter. So, und guck mal, sieht auch schön aus in der Ecke, was ich auch geil finde jetzt, weil, ich weiß auch nicht, das 14. Update, immer noch eins der besten, finde ich, zumindest von den ganzen Dingern, die jetzt hinzugefügt worden sind, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass fast gar nichts Großartiges kommen wird, aber dann gleich so eine ganze Menge, finde ich cool. So, wieder hier lang, warte mal, nee, was mache ich denn hier gerade für einen Müll? Wieder weg damit, was mache ich denn hier gerade für einen Müll, das soll ja ganz genau so aussehen, jetzt hier rüber, scheiße, aua. Also kann ich jetzt noch ganz fix nochmal diese Steine hier wieder einsammeln. So, jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal wieder weg nach oben. Den werden wir jetzt mal ganz fix hier bauen. Aber mal ganz fix wieder hier hin. Zack, 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 zack. Müsste reichen eigentlich. Komm ich da an? Ja. Sehr gut. Ach nee, scheiße, noch ein höher, ne? Ja, ein höher, aber funktioniert auf jeden Fall schon mal. So, bis hierhin bin ich jetzt schon mal gekommen. So, jetzt geht's weiter. Auf jeden Fall muss ich das Baugerüst ja noch entfernen. Das graust mich jetzt schon, den ganzen Scheiß wieder zu entfernen. Aber man muss halt einfach mal machen. Das soll halt einfach schön aussehen. Da muss man halt auch manchmal so eine komischen Dinger hier bauen. Warum auch immer. Auf jeden Fall werde ich diese Dinger höchstwahrscheinlich noch weiter fortsetzen, diese Dinger hier. Weil ich muss halt von außen den ganzen Scheiß nochmal richtig hochbauen. Also ich habe halt noch eine ganze Menge vor, mir diesen ganzen Scheiß noch gründlich und wunderschön wie möglich zu bauen. So, so, so und bam. Habe ich noch mehr? Ich glaube, ich habe noch mehr, ne? Ja, darum habe ich noch mehr. Nein, scheiße, dich brauche ich nicht. Weg damit. Mitgenommen. Der Craften. So, muss jetzt mal wieder reichen. Jetzt können wir erstmal wieder weitergehen. Hier lang und durch. Komm schon, weiter, immer weiter hier. Immer weiter, hier nochmal weiter, zack, zack. Auf jeden Fall sieht das doch eigentlich... Oh, ich habe eigentlich ganz kurze Fehler gemacht, ist aber egal.
Auf jeden Fall sieht das eigentlich relativ schön aus, ne? Wenn das hier so weitergeht, sieht das eigentlich relativ schön aus, ne, am Ende. Hoffentlich, einfach mal hoffentlich. Ich weiß ja nicht, wie es am Ende aussehen wird, ob es nachher scheiße aussieht oder ob es gut aussieht. Weil ich weiß auch nicht, wie das hier denn so meistern soll, weil das soll halt alles so einfach schön aussehen hier. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie zum Teufel ich das jetzt bauen will, weil so ist es eigentlich schon in Ordnung, oder warte mal. Ich kann es eigentlich so machen, ne? Eigentlich kann ich das genau so weitermachen, ja, aber so. Indem ich jetzt hier einfach so das alles so weitercrafte. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Nein! Scheiße, da sagt man es noch, auf einmal klatscht man runter. Auf einmal klatscht man runter. So, jetzt ganz fix wieder oben ran. Zack, und wieder hochcraften. Bam, badam, badam, dadam, 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 dadam. Fahrstuhl oben angekommen. Ding, 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 ding. Alle, nein, oh Mann, bin ich dämlich. Ey, ich glaube, hier gehe ich noch drauf, ne? Wenn ich so weitermache, sterbe ich hier noch. Wenn ich echt so weitermache, gehe ich noch drauf. Warte mal, ich lasse es einfach mal jetzt hier so, damit ich hier ganz kurz wieder reingehen kann, weil ich eigentlich mal wieder schlafen muss, weil meine Leben ist schon wieder ziemlich im Arsch. Dankeschön. So, jetzt machen wir uns erstmal hier nochmal ein bisschen Wolle. Komm schon. Zack. Dankeschön. So, jetzt wieder hier rein. Warte mal, wie viel Leder haben wir schon? Können wir uns eigentlich schon eine Rüstung bauen? Na gut, Rüstung kann man es eigentlich nicht nennen. Eigentlich nur so ein Lederanzug. So, was haben wir jetzt hier? Da ist das Ding auch schon. Da. Hier. Ist gebongt. Hier ist gebongt. Ach, schade. Mehr kann man nicht machen, leider. So. Ausrüsten. Ausrüsten. Oh, yeah. Jetzt sind wir nochmal richtig cool hier. Also, auf jeden Fall Coolness Level over 9000. So. Ja, haben wir noch irgendwo eine seltene Truhe eigentlich schon angelegt? Ich irgendwie? Nö, noch nicht. Ach, so mache ich irgendwann anders nochmal. Aber jetzt hier, guck mal hier, voll krass, voll Babo-mäßig sind wir jetzt hier unterwegs, hier schon mit Anzug und allem. Was geht? Auf jeden Fall sieht das aus, als wie mit den aggressiven Augenbrauen. Ich mach dich so dermaßen kaputt, ey. Ja, voll krass hier. So, auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir beenden ja auch erstmal wieder diese Folge von Let's Play Minecraft an Xbox 360. Weiter geht es dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.